Wolves. Ah, ja, ja, ja. Ja, greif mal an. Einer wurde getroffen. Pling, plung. Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Breakpoint Immersive Mode. In der letzten Folge haben wir erfahren, dass sich die gesuchte Paula Madeira in Sperrgebiet 1 aufhalten soll und dass die Zivilisten hier in diesem Gebiet scheinbar weitere Informationen zu ihrem Verbleib haben sollten. Und ja, auf der Suche nach diesen Informationen befinden wir uns aktuell. Ich habe hier eben schon mal ein bisschen mit der Drohne geschaut. Es sind einige Patrouillen unterwegs. Oh, was ist denn hier passiert? Ja, es sind einige Sentinel-Patrouillen unterwegs. Dieses komplette Wohngebiet ist offenbar besetzt von Sentinel-Truppen. Oh. Scharfschütze entdeckt. Sauberer Schuss, Ghost. Scharfschütze ausgeschaltet. Ich hoffe, da ist nicht noch ein anderer, der den jetzt gleich entdeckt. Das wäre schlecht. So, hier eine Zweierpatrouille, da der Einzelne. Da haben wir ein paar Zivilisten, vielleicht wissen die was. Die Drohne sagt allerdings nein. Was haben wir hier? Da haben wir doch einen Zivilisten mit Infos. Sehr gut. Dann ist unser Weg klar. Keine Bewegung. Verdammt, wir wurden entdeckt. Wurden wir nicht. Noch nicht. Je nachdem, wo diese andere Patrouille rumläuft. Dauert das aber nicht mehr lange. Vielleicht können wir hier mit dem... Oh, da hinten, da läuft einer. Guten Tag. So, da können wir vielleicht mit dem Fallschirm runter. Oh, scheiße. Oh, was war das denn? Ja, Ghost Recon Breakpoint... Und seine Bugs. Alter. Und schon sind die Heilspritzen aufgebraucht. Das ist nicht so gut. Oder doch, eine haben wir noch. Oder? Nee, der hat sie nur nicht benutzt. So, jetzt haben wir keine Heilspritzen mehr. Das ist nicht so optimal. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo welche. Hier ist übrigens dieses Alexa-ähnliche Gerät. Faye. Hey, Faye. Oh, shit. Shit, shit, shit. Eine Drohne. Ich hab's gehört. Eine Drohne hat eine Leiche gefunden. Er hat... Oh, shit. Nun, jetzt haben wir ein dezentes Problem. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich höre eine Drohne. Was ist es für eine Drohne? Ich hoffe, keiner die schießen kann. Da. Ah, das ist eine Medi-Drohne. Vielleicht hat die ja noch ein paar Heilspritzen dabei. Das wäre doch ganz praktisch. Hier, Dokumente. Eine neue Biwak-Location. Können wir immer gebrauchen. Oh, 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 was war das denn? Ich gehe hier viel zu unbesorgt rum. Ein Heli! Ihr wollt mich doch verhohnepiepeln. Oh shit, 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 shit. Ich muss weg. Oh Gott. Feuer! Feuer! Feuer!
Ah, shit, ey. Ich brauch Deckung. Eieiei. Wird das vielleicht der erste Tod in diesem Let's Play? Ich glaube, es wäre der erste, ne? Der Heli, ne? Feind identifiziert. Da drüben. Da. So, das war die Sache mit dem Heli. Habe ich da gerade noch jemanden gesehen? Ja, da. Double Headshot. So. Wer kommt denn da hinten irgendwo an? Ach komm. Oh Gott, shit. Wow. Wo ist der? Wo ist der? Da. Da, oder? Da war der gerade. Oder meinte ich das nur? Alter, wo ist der? Hab einen erwischt! Da! Den Kommando erwischt! So, ich brauche dringend eine Heilung. Und zwar nicht die Wikinger-Musikband. Oh Gott sei Dank, Spritzen. Ei, ei. Haben wir noch mal? Jetzt immer noch zwei. Ein Brecher in sich, das ist nicht so gut. Der tötet uns mit einem Schuss, wenn er uns kriegt. What? Oh nee, stimmt. Darf ich gar nicht benutzen. Die Nachtsicht und Wärmebild will ich ja nur benutzen, wenn wir auch wirklich ein Nachtsichtgerät ausgerüstet haben. Hab ich glatt vergessen. Guten Tag. Ich wollte nicht die Süßkartoffel klauen. Ich suche eine Wissenschaftlerin namens Paula Madeira. Haben Sie eine Ahnung, wo ich sie finden könnte? Ich würde Ihnen gern mehr sagen. Tausend Dank. Dann schauen wir doch mal, was sie uns gesagt hat. Sie, also Paula Madeira, ist also nahe des Blackburn Ridge im Sperrgebiet 1, südlich der Wohnanlage Freeman, im Forschungszentrum Omega. Hier haben wir ein Foto vom Forschungszentrum Omega, wo die hochgeheimen tödlichen Drohnen entwickelt werden. Okay. Forschungszentrum Omega hat ein Helipad. Ich wollte hier hin. Ist das hier die Freeman? Genau, so. Hat ein Helipad. Dann muss das hier sein. Ist auch südlich von dem... Jawohl. Gut, dann schlagen wir uns doch mal dorthin durch. Und zwar mit dem Bike hier. So, neue Position, Omega Forschungszentrum. Das Bike war keine so gute Idee, da steht's. Ich musste leider eine unserer Spritzen verbrauchen. Zu viele Unfälle. Guten Tag, mein Herr. Ich höre, Sie haben Info für mich. Fangen Sie an zu reden oder sterben Sie. Sie entscheiden. Tun Sie mir nichts. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Paula Madeira. Wo ist sie? Madeira? Sie ist in ihrem Büro. Wo ist das? Das ist im Hauptgebäude, hinter der großen Fensterbucht. Die ist riesig, nicht zu verfehlen. Vielen herzlichen Dank. Dann wissen wir jetzt, wo die Dame sich aufhält. Im Hauptgebäude, das da drüben. Da haben wir einen Raketenschützen. Oh nein, Drohnenoperator.
Wow. Warum patrouilliert der denn jetzt plötzlich? Ich dachte, der steht da und bewacht. Ich komm nicht hoch. Der neue Minigun. Ich sehe einen Boden. Gestern dabei. Richtig gut. Ich höre Drohnen. Natürlich aufpassen, dass die Drohnen die Leichen nicht entdecken. So, den legen wir mal hier ganz gemütlich hinter. Und die andere Leiche verstecken wir natürlich auch. Die Drohnen von deren Rücken kann man übrigens auch immer noch zerstören, wenn die schon tot sind. Man kriegt dann ein paar Drohnenteile. Geht natürlich nur, wenn sie nicht auf dem Rücken liegen. So wie der. Der liegt auf dem Rücken. Ja, egal. Gibt eben keine Drohnenteile für uns. So dringend brauchen wir die aber auch nicht. So, wir haben hier auf jeden Fall eine 2er-Patrouille. Hier der Raketenschütze. Noch eine 2er-Patrouille. Ich höre Drohnen. Und da ist ein Generator. Haufen Patrouillen. Da ist die Drohne. Ein Inkubus, ein Minigunner. Haben wir hier zufällig irgendwo einen Scharfschützen? Wenn ja, würde ich den zum Prioritätsziel erklären. Aber hier ist keiner. Da ist Frau Madeira. Da. Wolf sind schon krass. Vermutlich wurden sie unvorbereitet erwischt. Hier ein Zivilist. Ja, gut. Okay, es wird nicht einfach. Aber das hat ja auch niemand behauptet. Ich würde, wenn es geht, die Gegend hier, vor allem weil hier noch ein Drohnenpilot rumpatrouilliert, die Drohnen sind echt gemein, würde ich die Gegend gerne hier vom Helipad aus säubern. Dann könnten wir hier direkt rein und vielleicht irgendwie innen drin hoch und dann zu Frau Madeira. Ohne viel Aufsehen zu erregen. Ich würde dann gerne, die sollen wir ja mitnehmen, vorausgesetzt sie kommt mit, können wir dann theoretisch direkt mit dem Heli hier verschwinden. Was, wer hat denn da noch was? Was, wer hat mich gesehen? Was hat mich gesehen? Ich versteh's nicht. Da ist doch nichts. Nichts und niemand ist da. Nichts. Ich versteh's nicht. Ich kapier's nicht. Da ist keiner. Gut, dann haben wir jetzt eben ein Problem. Da hinten, guck mal, da aus dem Wald kommt einer raus. Shit. Oh, weg. Oh. Alter Schwede. Wir haben ein paar Problemchen. Na, nicht so gut. Sch-
Scheiße, 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 scheiße. Oh fuck, der lebt noch. Ah. Nein, 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 ich will nicht sterben, Alter. Ah. Au. Scheiße. Nein. Feuer. Schießen, schießen. Hi, Dewitzka, Herr Kapitän. Was passiert hier? Nun, Heilung haben wir keine mehr. Das ist schlecht, denn ich bin immer noch verletzt. Wer oder was hat mich denn da eben gesehen? Das kann doch nicht sein. Zuerst gehört und dann gesehen. War da irgendwo einer? Habt ihr irgendjemanden gesehen? Ich habe keinen gesehen. Ich habe auch keinen gehört. Weißt du, oh nee, ist keine gute Idee, den Heli da jetzt direkt vorm Gebäude zu parken. Da ist ja irgendwo noch dieser Geschützturm. Wo ist der genau? Da. Okay, wir gehen nochmal außen rum. Zerstören den Generator. Ist ja wirklich gar nichts so gelaufen, wie ich mir das... Ja, was hat die denn für eine Sensorreichweite? Alter Schwede. Ich kann ja kaum noch laufen. Zum Glück gibt es keinen Blutungseffekt, dass man dann über Zeit Leben verliert. Das wäre echt böse. Ich muss den Generator ausschalten. Wichtig, damit der blöde Geschützturm aufhört zu schießen. Da ist er. Von hier aus krieg ich ihn. So, Generator deaktiviert. Weiter Feuer. Bleibt genau da. Nein. Wir bleiben hier. Los, sammelt euch bei mir. Zeit sehen. Wir kommen zu dir. Eröffne das Feuer. Voll getroffen. Boah. Hauen wir uns mal so ein Teil rein. Für ein bisschen Schadenswiderstand. Für die nächsten 20 Minuten. Ich weiß, dass da noch irgendwo ein Minigunner war. Ich hoffe, ich laufe dem jetzt nicht gleich in die Arme, das wäre schlecht. Da haben wir noch eine verschlossene Tür. Da ist er. Oh Gott! Scheiße, nein! Ah, fuck! Wie ich das hasse. Manchmal, wenn man an der Wand zielt, dann wechselt da in die Third-Person-Ansicht. Ich glaube, das ist gerade passiert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist gerade passiert. Wir haben neue Gäste bei der Party. Ich bin so hart verletzt, ich kann nichts mehr machen. Wo ist denn die Leiche von dem anderen hier hin? Da liegt sie. Tragen kann ich den wahrscheinlich jetzt auch nicht so verletzt, wie ich bin, ne? Komme ich nicht mehr hier rein. Verdammt. Tja, wir haben ein Problem. Wie soll ich denn so weiterkämpfen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mein Herzschlag. Ganz brutal. Oh, eine Kiste. Können wir dann noch mitnehmen. Bitte sei der Obscure-Helm. Ich kann keine Kisten öffnen, wenn ich verletzt bin. Okay, das ist bitter. Das ist sehr bitter. Guten Tag, Frau Madeira. Wer zum Henker sind Sie? Mein Name ist Nomad.
Sie haben Drohnen für Walker und Stone gebaut? Ich wurde verhaftet, weil ich protestiert habe. Sie haben mich gezwungen. Kriegsgerät herstellen steht sonst nicht auf meiner To-Do-Liste. Viele Leute waren nicht sicher, was mit Ihnen passiert ist. Gehen wir, sonst bekommen wir hier Ärger. Wie haben Sie mich? Daigoro Ito. Stone sagte, alle Outcasts wären tot. Nicht alle. Was wissen Sie über Stone? Wie sollte ich irgendwas wissen? Er schien Cole Walker ziemlich gut zu kennen. Sie waren allerbeste Feinde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube schon. Ich kann echt nicht sagen, was ich lieber habe. Die Arschkälte in diesem Drecksloch oder die Scheißhitze und Feuchtigkeit in Bolivien. Für mich Bolivien, auf jeden Fall. Weißt du, ich hab diesen Kumpel Stone vom GGS. Er hat jetzt einen eigenen Laden und nimmt Aufträge in Mexiko an. Er sagt, das Wetter da unten ist prima und die Frauen sind liebevoll. Was bedeutet GGS? Gegenschlagteams. Das ist streng geheimer Militärscheiß. Sind wir nicht streng geheimer Militärscheiß? Nicht wie ich und Stone und die beiden Typen in seinem Team. Sekunde. Drei Ziele kommen aus dem Gebäude. 12 Uhr. Sie haben Gewehre. Bereit. 325 Meter. Bestätige 325. Ruhig halten. Abschicken. Ziele erledigt. Ich halte nichts von Auftragsarbeit. Wir reden nochmal, wenn du zwei Töchter hast, die aufs College wollen. Sieh dir das an. Einer von den Typen windet sich noch. Elend zieht Gesellschaft an. Da ist noch so ein Arsch, der lehnt sich aus der Tür und will ihm helfen. Ruhig halten. Abschicken. Ziele erledigt. Ja, keine Ahnung wegen Mexiko. Ich und Stone, wir haben uns nie richtig gut verstanden. Hey, hast du gerade durch die Hose geatmet? Wie läuft's? Ach, ziemlich ruhig. Weck mich auf, wenn irgendwas los ist. Von Stone habe ich schon vor einiger Zeit gehört. Scheiße. Gehören Sie zu Walkers Leuten? Zu seinen Wolves? Nein. Hören Sie, verschwinden wir erstmal, dann können wir reden. Ich verlasse die Fabrik nicht, solange sie funktioniert. Stone ist doch ohne tödliche Drohnen schon schlimm genug. Haben Sie Ideen? Irgendeine Idee? Ich habe hier Monate, 15 Stunden pro Tag gearbeitet. Ich habe oft darüber nachgedacht, das Gebäude in die Luft zu sprengen. Ich war darauf vorbereitet. Ich habe einen Störsender gebaut, der die Akkus überlädt, falls sie in die falschen Hände geraten. Sie müssen nur dieses Gerät anbringen. Ich habe es so programmiert, dass sie implodieren, sobald sie außer Reichweite sind. Gut, das ist jetzt unverhofft. Mit der Verletzung ein bisschen schwierig. Aber durch die Macht des Editings wird es für euch hoffentlich nicht so langwierig wie für mich. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Spritze oder so. Wobei wir Verband brauchen, keine Spritzen. So, der erste Sprengsatz, erste Störgerät-Dingens ist angebracht. Wunderbar. Störgerät 2 angebracht. Und das dritte und letzte Störgerät
ist ebenfalls angebracht. Dann geht's wieder zurück zu Paula Madeira. Und da sind wir auch schon wieder bei Miss Madeira. Kommen Sie jetzt mit, bitte. Erledigt. Wir müssen los. Scheiße, das ist Flycatcher. Hoch, los! Paula! Los, raus! Bewegung! Scheiße! Zurück, zurück! Wie schlimm ist es? Nichts, was Antikila nicht heilt, okay? Hören Sie, es gibt eine Planänderung. Wir müssen Ihnen Hilfe besorgen. Je früher, desto besser. Bringen Sie mich zur South Cape Station. Da sind Leute, die mir helfen können. Okay. Was, die kann jetzt nicht mehr laufen? Weil die von der Drohne gerammt wurde? Mädel, guck doch mal, wie ich da rumlauf. Ich habe ein Problem. Ich kann die jetzt nicht mehr tragen. Und ich habe nichts, um mich zu heilen. Was machen wir denn jetzt? Wenn ich zu weit von der weggehe, ist die Mission gescheitert. Wir müssen wieder komplett von vorne anfangen. Scheiße. Ich könnte jetzt alles nochmal aufnehmen. Und zusammenschneiden. Aber ich werde jetzt wohl schummeln müssen. Ach, verdammt. Ich hoffe, es geht auch. Ich hoffe, es geht überhaupt. Also jetzt Verbandsmaterialien einmal hochstelle. Dann kann ich es ja eigentlich direkt wieder runterstellen. Damit wir uns wenigstens heilen können. Damit die Mission nicht scheitert. Also sowas dürfte eigentlich nicht... Nomad? Also eigentlich dürfte sowas nicht passieren. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder fit. Dann können wir eigentlich auch die Kiste da mitnehmen. Ist alles sicher. Bitte sei der Obscore-Helm. Das ist nur ein Fertigkeitspunkt. Verdammt. Komm, dann nehmen wir noch die Bananen mit. Und ein Fundstück ist da. Was haben wir da? Stolas. Als Tötungsmaschinen entworfen, die von Azrael alarmiert werden. Modell 2, militärisch suchen, zerstören, MP, kommerzielles Produkt, bereit zur Massenproduktion.
Erschaffen von Jace Gell, neu konfiguriert und umbenannt von Cody Walker. Zuteilung Jagd mit Sondereinsatzkommando Wolves, wird von Azrael alarmiert, auch von den Wolves bei Patrouillen in der Wildnis benutzt. Ursprung des Namens, Stolas, wird als Krähe dargestellt, ändert sein Aussehen aber bald und ähnelt dann einer Eule in Menschenform. Okay. Gut, dann kommen Sie mal mit. Hoffen wir einfach mal, dass Flycatcher jetzt nicht mehr da ist. Warum ist der überhaupt da drauf geklettert? Und da waren auch Dingens, wie heißt's? Kisten. Ganz vorsichtig. Feinde in der Nähe. Feinde. Ich hab's gehört. Vorsicht, da drüben ist einer. Wolves! Ja, greif mal an. Einer wurde getroffen. Bling, plung. Alter. Paula Madeira auf dem Arm, auf der Schulter. Und trotzdem noch vier Wolves ausgeschaltet mit vier Schuss. Oh, wir sind da zu Boden gegangen. Wer kommt denn da schon wieder? Setz mich in Bewegung. Bling. Heilt den niemand? Was ist los, Leute? Ah, jetzt wird er geheilt. Gut. Mir geht's gut. Gut. Fury war es also. Zu mir. Bewegung! Kommen zu deiner Position. Oh. Scheiße! Ah! Ich dachte, die Schritte, die ich gehört habe, die wären von unseren Kameraden, weil die da gerade vorbeigerannt sind. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Ich hoffe, die Madeira hat nichts abgekriegt. Das wäre. Achtung, Feindkontakt. Verdammt. Jetzt kann ich die schon wieder nicht tragen. Er wollte mich doch veräppeln. Verbandsmaterialien viele. Wenige. Reicht das schon? Oder muss ich das ins Spiel? Nee, reicht. Leute, wo bleibt ihr? Sammelt euch bei mir. Roger. So passiv-aggressiv. Sammelt euch bei mir. Sonst gibt's was auf die Rübe. Bims. 6,4 Kilometer ist das weit weg? Ach du Heilige. Hoffen wir, dass wir es schaffen. Bevor die gute Frau hier verblutet ist. Aufsetzen, los! Es hört nicht auf zu bluten. Sie müssen festdeuten. Hey, bleiben Sie wach. Ich bin wach. Die Drohnen, gegen die ich gekämpft habe, haben Sie die entwickelt? Zum Teil. Flycatcher. Er passt sich seine Drohnen an. Er ist Hobbyingenieur. Er tauscht Turbinen aus, passt das programmierte Verhalten an. Ja, er ist clever. Er ist gefährlich. Flycatcher war monatelang ein persönlicher Gefängniswärter. Er ist einer von Walkers Alpha-Wölfen. Ich denke, Sie kennen solche Typen. Als eine meiner Ingenieurinnen verschwand, gab es das Gerücht, dass Flycatcher sie entführt hätte. Ich weiß nicht warum, aber
da ich weiß, woran Wallace gearbeitet hat, kann es nichts Gutes bedeuten. Flycatcher klingt nach jemandem, den ich zur Strecke bringen sollte. Ja, bitte. Und bitte verletzen Sie seine Gefühle für mich. Mir fällt bestimmt eine geistreiche Beleidigung ein. War Wallace in dem Forschungslabor, aus dem wir kommen? Nein. Sie war in der Grandview Mansion, als sie verschwunden ist. Paula? Paula, bleiben Sie wach! Wir sind fast da! Hey! Hey, wach bleiben! Da sind wir. So, Paula. Bitte mitkommen. Hilfe ist nah. Da geht's nicht rein. Einfach fallen gelassen. Durchhalten. Hey. Auf einmal kann sie humpeln. Diese Frau braucht Hilfe. Sie sagte, sie kennt einen Arzt hier. Paula. Krankenstation. Kommen Sie. Das wird schon wieder. Sie sind die Outcasts. Den Namen haben wir uns nicht ausgesucht. Das klingt nach einer Biker-Gang. Ja, irgendwie sowas. Schätze, alle guten Terroristennamen waren schon vergeben. Wir sind keine Terroristen. Das sind sie nie. Immer Freiheitskämpfer, Revolutionäre, politische Aktivisten. Und wer sind Sie, bitteschön? Ich bin Nomad und zurzeit passe ich auf Paula Madera auf. Sie gehören zu den Soldaten aus den Helikoptern. Das stimmt. Wir wollten einigen von ihnen helfen, aber wir haben nur Leichen gefunden. Warum wollten sie uns helfen? Weil wir Freunde brauchen. Auch wenn sie wie Kampfmaschinen aussehen. Die Welt wird für Menschen immer gefährlicher. Ich bin Harui Ito. Ich war Ingenieurin bei Skelltech, ziemlich gern sogar, aber dann stießen wir auf Skelltechs Geheimnis. Projekt Deus. Nie davon gehört. Aber von Transhumanismus. Ein paar Wissenschaftler auf dieser Insel wollen den nächsten Evolutionsschritt des Menschen mit Technologie erzwingen. Projekt Deus will Computer herstellen, die intelligenter sind als Menschen. Das sollte nicht schwer sein. Die meisten, die ich kenne, sind dumm wie Brot. Wollen Sie wirklich, dass ein Computer über Ihr Leben bestimmt? Wir sind hierher gezogen, weil Jay Skell uns ein liberales Paradies versprochen hat. Projekt Deus würde Computern die Macht geben. Und jetzt kämpfen Sie dagegen. Ganz genau. Ist Paula Madera Ihre Freundin? Sie wären überrascht, wie viele Leute Transhumanismus für eine schlechte Idee halten. Sie können Paula auf der Station besuchen. Gut, dann machen wir das doch mal. Ach, hier ist die Krankenstation. Da waren wir doch eben schon drin. Ich hätte nie an den Drohnen mitarbeiten dürfen. Jetzt zahle ich für meine Sünden. Die haben ihnen keine Wahl gelassen. Ja. Die Schmerzmittel machen nachdenklich. Ich weiß, dass sie was wollen. Alle sind hinter mir her, als wäre ich die Ballkönigin. Ich arbeite mit Jay Skell.
Er lebt? Er lebt. Und er braucht ihre Hilfe, Paula. Wieso sollte ich helfen? Das war Jace. Das ist sein Werk. Sagen wir, ihm ist ein Licht aufgegangen. Und er will es in Ordnung bringen. Aber er schafft es nicht allein. Ich vertraute ihm, als ich ihm folgte auf diese gottverlassene Insel. Er belog uns, uns alle. Mieser Betrüger. Tut mir leid. Aber wenn Sie Jace Geld trauen, sind Sie genauso dumm wie wir. Paula. Er arbeitet nicht für Sentinel. Hat er aber. Fragen Sie, woran Sie gearbeitet haben. Fragen Sie nach Projekt Deus. Wird das jetzt hier stille Post oder wie? Ich bin doch kein Briefträger. Sag mal. Ihr wollt mich doch verarschen. Na gut, dann sehen wir uns gleich in Erebon. Hättest du gedacht? Hey, haben Sie Paula? Ja, aber sie kommt nicht her. Sie scheint mich zu hassen. Das hatten Sie irgendwie nicht erwähnt. Ich dachte, sie wäre drüber weg. So wie die Lage ist, dachte ich, sie hilft uns. Nachdem ich sie erwähnt habe, hat sie mich ignoriert. Was ist Projekt Deus? Projekt Deus ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie nur das Schlechte darin sieht. Schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Lieutenant Colonel Walker, Paula Madeira. Bitte, nennen Sie mich Cole. Paula ist Skelltecs brillanteste Ingenieurin. Nicht doch. Ich kenne Ihre Arbeit, Ma'am. Ich würde sagen, brillant ist eine Untertreibung. Und ich kenne Ihren Lebenslauf. Wurde etwas frisiert. Ja. Ich schätze, die ist nicht für den Praxistest. Nein, die wird erst in ein paar Monaten fertig. Wow. Was ich fragen wollte, die Arbeit an der Deep Learning KI für die Drohnensteuerung, wie kommt die voran? Wie bitte? Sagten Sie Deep Learning KI? Wofür? Im Speziellen? Datenerhebung? Zielidentifizierung? Diese Option zogen wir noch nicht in Betracht. Sie wollen mir erzählen, dass die beste Informatikerin der Welt hier an der Entwicklung eines Supercomputers arbeitet und Sie diese Option nicht in Betracht ziehen? Er redet über Maddox. Er redet über Projekt Deus. Was für eine Furcht. Wie dieses Biest von einem Computer mit prädiktiver Analytik Terroristen findet und mit Drohnen eliminiert. Sie wollen einen intelligenten Computer erschaffen und das Erste, was Sie damit tun wollen, ist Menschen töten? Nein, Ma'am. Das Erste, was ich tun will, ist, die freie Welt sicher zu machen. Ich bin mir sicher, dass Sie das verstehen. Und wer beschützt die freie Welt vor Projekt Deus? Wie konntest du nur? Ich will nichts damit zu tun haben. Bleib, bitte! Paula! Jace? Wenn sie wirklich brillant ist, kommt sie zurück. Also waren Sie und Walker Freunde? Das waren alle. Nomad, wir brauchen Paulas Hilfe. Niemand kennt das System besser. Ich mag Ihren Verstand, aber manche Entscheidungen brachten Leid. Wie alle großen Entscheidungen.
Ich weiß, wie wir sie überzeugen. Ich höre. Zwei Sachen. Finden Sie Beweise zu der Explosion im Labor. Wer steckt dahinter? Wahrscheinlich die Outcasts. Aber Sie müssen Paula Beweise zum eigentlichen Sprengkörper zeigen. Zweitens, besuchen Sie Paulas Ehemann. Sie hat keinen Ehemann erwähnt. Suchen Sie im Aurora-Krankenhaus. Nomad. Das wird nicht einfach für Sie. Aber danach weiß sie, wem sie trauen kann. Also gut. Wir brauchen sie. Einsatz abgeschlossen. Sehr gut. Also ist die Odyssee mit Paula Madeira noch nicht vorbei. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.